So, willkommen zurück zu der Zelt hier. Eine weitere Runde. Mit dem Rapier 1. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und Fire Torrent 1. Habe ich das schon mal gehabt? Ich glaube nicht. Rare, Medium, or well done. Your health is already full. Ja, das habe ich auch überhaupt nicht geplant. Y. Ah, doch, den habe ich schon mal gesehen. Doch, doch, doch. Fire Torrent, letztendlich so eine Art, naja, Flammenwerfer. Wenn man so will. Keine Ahnung, wie gut der ist. Er macht zumindest Schaden. Ob das jetzt interessant viel ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Muss mal gucken. Also ich würde es nicht als Fernkampf bezeichnen in dem Sinne. Hat wahrscheinlich den Vorteil, dass man damit gegen mehrere durchkommt, ne? Gegen mehrere Gegner. Wenn sich das dann massiv aufklumpt vor einem, kann ich mir vorstellen, dass es gut wird. Ja, nur dann nicht. Natürlich nicht, wenn man da entsprechend sowieso schon gestresst ist und angesprungen wird. Aber kann ich mir vorstellen, gegen mehrere Gegner. Sollte nicht allzu schlecht sein. Sollte man trotzdem nicht mit übertreiben. Sagen wir es mal so, okay. Assassin's Dagger, ja. Ich mag den tatsächlich dann, wenn man denn entsprechend, wie heißt es, Dings dabei hat. Phaser, dass man da hinter die Gegner kommt. Habe ich ja schon mal erzählt. Habe ich auch schon mal gezeigt, warum. Glaube ich zumindest. Deswegen bin ich gerade mal begrenzt spannend und schön. Ich bleib da doch mal bei meiner Rumgerolle hier. Blattsword, ja, ist auch nett. Ja, ja. Ich muss sagen, ich bin aber mit dem Ding hier gerade mal ganz zufrieden. Vielleicht, weil es was in dem Sinne erprobt ist. Dass man halt rollt, ne? Also der Effekt ist, man rollt und wenn man dann schlägt, dann ist es ein kritischer Treffer. Sonst, wenn man ganz normal haut, ist es das nicht. Toxic Sewers. Da könnte ich vielleicht gleich mal hin. Aber erstmal schauen, dass ich ein paar Upgrades bekomme. Ne, dass man halt rollt und dann entsprechend danach einen Schlag macht. Das ist halt schon ziemlich, ziemlich stark. Macht, glaube ich, den dreifachen Schaden oder sowas. Oswald Very. Ja, vielleicht nicht. Da bin ich die letzten Male gestorben. Ich fand das begrenzt geil. Ich meine, eigentlich aus persönlicher Herausforderung heraus müsste ich das eigentlich machen. Das Ding hat mich zerlegt bisher. Das Ding hat mich bisher besiegt. Ich muss es selber besiegen. Ich glaube, dabei bin ich das letzte Mal auch wieder gestorben, ne? Bin mir gerade mal nicht ganz sicher. Au. Ah, das ist total schön. So, Flammen. Die immerhin starten sie einigermaßen flott. Ist auch schon mal viel wert. Es geht halt früh los mit den Flammen hier. Na, kann man natürlich sagen. Achso, Flammable Sword. Warte mal. Covers enemies with flammable oil, inflict massive damage if introduced flame. Das wäre natürlich auch eine fantastische Kombination, wenn es denn so funktioniert. Warte mal, das muss ich mal kurz testen hier. Ja. Fantastisch. Ich kann da gerade mal gar nicht genug. Also, die halten nicht genug aus, um das wirklich zu testen. Ich meine, das wäre natürlich so eine. Also, wenn das jetzt ginge, wäre das eine schöne Sache. Ich weiß im Moment ehrlich gesagt nicht, was quasi erstmal wichtiger ist. Ob man da erst die anschwerten muss oder erstmal. Also ich stelle mir das so vor, dass man erstmal den Gegner haut. Dann wird er quasi mit dem Schwert in Berührung gekommen ist und dann zündet man den an. Wahrscheinlich ist es falsch. Zumindest hatte ich bisher den Eindruck. Deswegen, ja, ich könnte natürlich den Rapier wieder mitnehmen gleich. Aber. Na, vorbei. Will ich das? Wir können das mal testen. Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Hi. Splotch. Ist ja die Frage, was denn Massive Damage ist. Nochmal angeschaut hier. Covers enemies. So. With flammable oil. Inflicts massive damage if introduced to a flame. Sollte man meinen, ne? Ich weiß nur nicht, was Massive Damage ist. Das steht da halt nicht bei. Natürlich, ich ignoriere erstmal hier das Upgrade. Oh, da unten ist Stärke-Upgrade. Das heißt, ich mache hier mal wieder ein Leben. Auch wenn es unaufregend ist, aber Leben ist schon nett. Es kann, gerade am Anfang ist es, oder gerade in der Summe macht das Leben dann halt wirklich viel aus. Ah, gut, dass ich in die oben stehe und in die ganzen Räume reingelatscht bin. Da hätte ich jetzt ein bisschen Pech dabei. Hallo? Gehen zu schnell kaputt. Ich weiß, es ist ein blöder Grund, um sich zu beschweren.
Oh, okay. Das ist Feuer toll. Gegen mehrere. Ja, machen wir es so. Portal. Oh, und das war hier. Achso. Promenade of the Condemned. Ich will nochmal gucken, ob hier noch ein Upgrade ist. Irgendwo in irgendeiner Form. Das ist zumindest noch ein Shop. Ich habe immerhin 3400 Geld noch vom letzten Mal. Wäre vielleicht nicht das Unschlaueste. Wäre vielleicht nicht das Unschlaueste, genau. Diese Verneigung. Ein Damage Boost könnte ich machen, ja. Taken reduced by 10% für 2000. Oder ein Damage Boost für so und so viel. Aber Damage Boost, ich würde an sich gerne mitnehmen, klar. Aber ich lasse das mal. Ich nehme lieber das Amulett. Damage Boost ist, gefühlt ist das so ein bisschen gecheatet. Ich meine, klar, was einen letztendlich siegen lässt, ist nicht gecheatet, ne? Weil das Spiel erlaubt einem das ja, aber trotzdem, es fühlt sich, es ist, zumindest zuletzt war es ziemlich stark. Toxic Sewers mache ich. Einfach um zu gucken. Das gefällt mir zumindest von den Gegnern her, fand ich das zumindest besser als das, was wir die letzten zwei Male gesehen haben. Klar, das andere würde ich gerne auch mal besiegen, aber naja, man muss ja nicht übertreiben. Okay, hier ist jetzt aber kein... Hier ist jetzt aber kein Shop. Okay. Okay. 10 Zellen, ja, ist ja gut. Hm. Oder ist hier ein Shop? Nein. Huh. Dann muss das mit einem anderen Bereich liegen. Vielleicht ist der andere Bereich dazugekommen, weil ich da den Endboss einmal umgelegt habe. Das kann natürlich auch sein. Bin ich mir gerade nicht sicher. Beziehungsweise ich habe mich nicht informiert. Nennen wir es mal so. Hi. Das ist ja gut. So. Da wird fröhlich vor sich hingebrannt. Electric Whip an sich ja sehr gerne. Die ist wirklich toll. Aber damit habe ich das letzte Mal schon geschafft hier, ne? Ich würde gerne Sachen machen, die anders sind als das letzte Mal, wo ich das geschafft habe. Einfach wahrscheinlich aus Prinzip. Okay, man sieht. Okay, man sieht aber, dass der Gill covered ist hier mit Oil. Das sieht man an dem Symbol. Also das ist schon richtig, was ich hier mache. Ob das jetzt Massive Damage ist, ich weiß es nicht. Also die haben dann dieses kleine Ölsymbol über sich. Na, wie wäre es denn? 3 Minuten, das geht aber. Aha. Deswegen, man hätte da wohl, man macht dann da wohl anscheinend mehr Schaden. Angeblich. Offiziell. Aber keine Ahnung, wie viel genau. Man müsste das vielleicht mal testen. Ein paar Gegner mit und einmal ohne haben, quasi. Zum Hauen. Splodge, au! So viel zum Thema Splodge. Ah. Bin immer zu langsam mit dem Feuer, ist toll. Das ist so ein Luxusproblem jetzt. Ups. Jo, ach geil. Nein. Ha! Ups, ich fall ein bisschen. Na, ist egal. Macht euch halt selbst kaputt da unten. Wobei das auch nicht so knallschnell geht jetzt hier. Aber immerhin. Besser als gar nichts. Da ist ein Upgrade. Okay, fantastisch. Oh, das war knapp. Für Skill. Okay. Ja, ist schon mal schön. Immerhin ein Skill habe ich ja. Das macht jetzt, glaube ich, mehr Schaden, oder? Oh. Klappt super. Guten Tag. Ich roll nur ein bisschen rum, ne? Ist echt noch so eine Angewohnheit von dem Rapier. Ach, das ist einfach aufgetaucht aus dem Boden. Warte mal, folgt ihr mir? Der folgt mir, ne? Genau. Was ein bisschen albern ist. Der folgt mir quasi in die Richtung, wo ich hier unten stehe. Wir wollen quasi auf direktestem Weg zu mir oder so dicht dran, wie es nur irgendwie geht. Ich meine, klar, ich kann es verstehen, ne? Guckt euch diesen Körper mal an hier. Bei uns, aber es ist ein bisschen albern. Zumindest nicht unbedingt schlau für den Gegner. Aber wir haben so einen erotischen Buddy hier. Das ist absolut verständlich, warum man da vielleicht Interesse hat, den mal anzufassen. Das ist logisch. Wie konnte ich das her bezweifeln? So, okay, alles da. War da unten rechts noch was? Ich glaube nicht. Ich, im Prinzip interessant. Oh, das ist ein Elite-Typ. Am
ehesten interessant ist ja eh, ob wenn er irgendwo ein Upgrade ist. Das ist ein Amulett. Okay, und den Elite-Gegner, ich hau den gleich mal um. Halt! Okay, ich glaube, das ist doch, wenn die angedingt sind, dann geht das schon ein bisschen schneller. Wenn die angefummelt sind hier. Man kann auch einfach ausweichen, man muss ihn ja nicht mehr hauen. So, ich hätte immer noch gerne einmal mehr Leben. Ja, bitte gerne. Es hilft halt einfach mal mit. Ah, machen wir es so. Hi. So aufdringlich sind hier, ist toll. Oh. Ah, es klappt super. Stunnen kann man die. Weiß ich nicht, ob man das kann. Zumindest konnte ich das jetzt gerade mal nicht. Ach komm schon. So ein Quatsch, ey. Au. Ja, ich sollte den Elite-Typ da mal umklatschen, glaube ich, ne? Vermute ich mal, befürchte ich mal. Einfach aus Respekt und der Ehre wegen. So viel dazu. So viel zum Respekt und der Ehre. Okay. Wer, der kommt mir näher. Mist. Das geht doch nicht. Ich kann mir doch nicht näher kommen hier. Hallo. Ey, ich sterbe jetzt hier, oder was? Okay. Das war trotzdem einigermaßen knapper, als ich wollte. Poison no longer affects your sewers. Here we come. Ja. Yeah. An sich gerne, aber... ich finde meins gerade mal besser. Und ich weiß auch nicht, was da rumliegt für eins. Das ist ja eh noch der interessantere Teil. Was ist das hier? Frostblast. 1+ Leben. Aha. Das ist aber... Okay, das ist ein Angriff. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Damage from projectiles reduced by 75%. Ja, das haben wir quasi unten nur und besser. Dann halt nicht so viele Items. Ich würde die gerne mitnehmen und verkaufen, aber es geht natürlich nicht. Und Projektile, ich bin... Wobei, wir können das gerne mal probieren. Ich weiß im Moment nicht. Wahrscheinlich zählt ziemlich alles als Projektil, ne? Was fliegt. Vermute ich mal. Das heißt, eventuell kann das auch interessant werden, wenn wir... Also es hängt vom Gebiet ab, wahrscheinlich. Autsch. Wahrscheinlich wird es sehr vom Gebiet abhängig sein. Wie interessant oder gut das denn ist. Ist immer noch nicht so überzeugend, was ich hier tue. Aber ist auch die Frage, wen ich überzeugen muss. Yay. Ich gehe erstmal nach unten. Vor allem, wenn ich den erstmal zweimal haue, dann lohnt sich das Feuer echt nicht mehr. Bisschen albern. Ah, guck mal. Naja, aber es geht schon schneller mit den Schlägen. Das ist zwar mit dem Feuer ganz cool, aber... Die Schläge gehen halt dann noch schneller. Au. Au. Weh, ich sterbe an sowas jetzt wieder. Das wäre albern. Ich fress viel zu viel Schaden. Und die Musik erinnert mich gerade mal sehr an Diablo 1, muss ich sagen. Und Diablo 2. Dieses Trommelrumgewirbel da, was da eben war, und dieses sphärische. Was aber nicht schlecht ist, weil ich finde das gut. Hey! Das gefällt mir durchaus. Ah, es passt halt rein vom Setting zumindest her. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das Feuer wirklich mag. Man kann damit sicherlich kämpfen, aber ich bin bisher, man müsste halt wahrscheinlich noch mehr lernen, wie man damit genau umgeht. Klar, für mehrere ist es toll, das ist schön, das ist klar. Aber ich kämpfe ungern gegen mehrere. Wahrscheinlich würde ich aber eh so nach und nach meinem typischen Stil irgendwann den Fernkampf oder den Nahkampf halt, je nachdem was ich benutze, oh, die Ramparts können wir auch noch mal ignorieren. Das heißt, ich kann das einfach mal da lassen und dann im geeigneten Moment benutzt man das dann doch mal.
Horizontal Turret an sich gerne, aber ich glaube, mach ich lieber den Swarm. Schwarm hier. Bitte Schwarm. Machen wir mal den Swarm. Swarm. Machen wir das. Und ich bin noch nicht über... Da ist noch ein plus ein Skill da oben. Okay, wie komme ich da denn hin? Warte mal, warte mal. Ich war noch nicht überall. Zumindest nicht überall genug. Wahrscheinlich von oben aus. Ach so, ah, da komme ich nicht hin. Aber warte mal, da hätte man den Skill dann bekommen, oder was? Hä, ist natürlich auch geil. Ich habe jetzt drei Teleporter hier. Ha. Na gut, na gut. Oh, ein Leben. Fantastique. Und das ist auch nochmal ein Skill. Oh. Ist das der gleiche Skill gewesen, oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist noch ein anderer. Oh Gottchen. So viele Skillmöglichkeiten hier. Zumindest offiziell vom Spiel aus. Ich habe natürlich immer noch keinen Skill. Oh. Plomp. Assassin's Dagger 4. Hä? Der kann schon deutlich mehr Schaden machen. Allerdings... Wobei, der feuert auch einen Pfeil ab mit 58 Schaden. Ja, muss ich eigentlich mitnehmen, ne? Geht zwar schräg nach oben, aber meine Güte. Das ist schon okay. Der haut auch ein bisschen schneller hier, das Ding. Na komm, geh da hoch. Ich weiß, du kannst das. So. Dass man immer Hoffnung haben muss. Irgendein Secret? Nö. Falls da welche Runen im Boden waren. Ich habe die immer sehr erfolgreich übersehen übrigens. Falls da immer so gewesen ist. Welche Challenges. Ich habe da immer sehr viel Erfolg, die zu übersehen. So, die kleinen Kumpels hier. Die können wenigstens nicht angegriffen werden. Soweit ich weiß. Also gewisser... Oh, Feuer! Feuer! Oh. Nee, nee, nee. Huch. Da ist das Skill. Amethyst, okay. Für 1450. Ich habe nicht genug. Verdammt. Ich hoffe mal, wir kriegen das gleich noch ein bisschen was. Wenn hier irgendwo ein Secret vielleicht wäre, netterweise. Offenbar nicht. Schade, ich brauche ein bisschen Geld. Einmal Skill mehr ist nicht verkehrt. Ich meine, Skill haben wir jetzt schon auf 3. Och, haben wir jetzt ernsthaft... Oh. Ist hier ernsthaft nicht genug Geld, oder was? Okay, dann würde ich mal bitte auf die linke Seite nochmal hinwollen. Das bisschen Geld. Was hätte ich gerne noch? Na komm. Na komm. Bist du da nochmal... Ist es richtig? Wahrscheinlich am ehesten, ne? Das kann ich doch nicht so einfach... Halt! Nee, 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 nee. Auf mir sitzen lassen jetzt mit dem Geld hier. Das ist zumindest noch ein Gegner. Auch wenn die nur ein bisschen Geld bringen. Aber sind es uns... Wenig Secrets bisher gewesen. Ja, verdammt. Okay, so ein Standardgegner bringt nicht allzu viel Geld. Okay, dann haben wir halt kein Geld. Da muss ich den Skill halt Skill sein lassen. Oder ich finde wirklich nur noch wo was. Au. Klappt super. Auch das reicht alles nicht. Oh. Oh, da siehst du mal. Es geht doch. Wahrscheinlich wusste das Spiel, dass ich das wollte. Oder so ähnlich. Ich bin, wo bin ich denn? Da. Ach. Gehe ich da zu Fuß hin? Ist auch nicht weiter weg, als wenn ich das, hups, über den Teleporter mache. Ist ja auch nicht so riesig hier, das passt ja schon. Hups. Runter. Wobei, jetzt kann ich da hingehen. So viel Faulheit muss sein.